Servus, hier ist Live-Radio. Halloween steht an und die gruseligste Serie 2022 ist heute online gegangen. Wenn ich sie so höre, geht meine Stimmung sofort in den Keller. Silly Serientipp. Was passiert denn, wenn Albträume wahr werden? Das sehen wir ab heute auf Netflix in der Serie. Achtung, der Name ist ein bisschen kompliziert. Prinzip der Serie aber ganz einfach. Der Name heißt Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Und darum geht's. Stell dir deinen Geist vor als ein Kabinett, in dem du deine dunkelsten Gedanken verschließt und tiefste Ängste. Was würde passieren, wenn du dieses Kabinett öffnest? Wir werden es erfahren. Wir werden es sehen. Eine geniale Serie mit 8. Und das finde ich extrem klasse, weil man es ganz häppchenweise genießen. 8 in sich geschlossene Horrorfolgen. 8 von 8 verschiedenen Regisseuren in Szene gesetzt. Also es wird sehr bunt und es wird ziemlich grauselig. Dies ist einer dieser ganz speziellen Albträume, den man nie ergründen wird. Spannender Funfact übrigens, der Schauspieler, der in Harry Potter Ron Weasley gespielt hat, also den rothaarigen besten Freund vom Harry, der Rupert Grint, der spielt auch mit in einer Folge. Die ersten 2 Folgen sind heute online. Willkommen in meinem Kabinett der Kuriositäten. Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities kriegt von uns schaurige 9 von 10 Couchpunkten. Serientipp. Jeden Tag neu auf Live-Radio.